Wie steht es wirklich um die Ehe von Prinz Harry und Herzogin Meghan? Ein Insider packt nun über die vermeintliche Ehekrise der beiden Ex-Royals aus. Von wegen Ehekrise. Seit einigen Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, zwischen Prinz Harry und seiner Ehefrau Herzogin Meghan soll der Haussegen ordentlich schiefhängen. Seit 2018 sind die beiden bereits verheiratet und sorgten mit ihrer Beziehung in der Vergangenheit immer wieder für Furore. Doch ist ihre Ehe wirklich am Ende? Das packte nun ein Bekannter der Ex-Royals aus. Prinz Harry und Herzogin Meghan. Insider verrät, sie sind sehr verliebt. Carl Larsen, ein Freund von Meghans Vater Thomas Markle, ließ jetzt offen durchsickern, wie es wirklich um die Beziehung von Prinz Harry und Herzogin Meghan steht. In seiner Instagram-Story teilte er süße Schnappschüsse des Paares und erzählte, wie The News International nun berichtete, von einem Treffen: Es ist so schön, meine Freunde Harry und Meghan am Freitag zu sehen. Allen Gerüchten zu Trotz betont der Bekannte der Ex-Royals ebenfalls, dass an den Trennungsgerüchten nichts dran sei und bezieht sich dabei auf ihren letzten öffentlichen Auftritt in Santa Barbara, Kalifornien. Sie sind sehr verliebt und glücklich miteinander. Es gibt nichts als Lächeln und Gelächter hier. Carl Larsen. Damit sollte wohl allen Kritikern die Luft aus den Segeln genommen worden sein, so glücklich wie Prinz Harry und Herzogin Meghan auf den neuesten Aufnahmen wirken.